Gott. Ich will versuchen, meine Creme-Lidschatten auszumisten und ich habe da irgendwo ein Haar am Lipgloss und es nervt. Ja. Ich versuch's mal. Ich kann es nicht versprechen. Ich glaube jetzt nicht, dass die als Creme-Lidschatten durchgehen, aber lassen wir die mal drin. Also, was ich auf gar keinen Fall weggeben werde, sind die beiden MAC. Also einmal den Idyllic heißt der, glaube ich, und einmal den Genesis Treasure. So sehen die aus. Die werde ich auf gar keinen Fall weggeben. Ist ja logisch. Die sind nämlich noch komplett voll auch. Ich überlege nur, wann ich die benutzen soll. Das ist nämlich mein Problem. Ich weiß nämlich nie, wann ich die verwenden soll. So. Die anderen kaufe ich mir immer nach. Also den Painterly habe ich ja schon einmal nachgekauft. Den benutze ich ja jetzt aktuell. Und den irgendwann hat Taylor Grey, glaube ich, hat er geheißen. Heißt der so? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich müsste graben. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich glaube aber Taylor Grey heißt der. Ja. Ja. Würde ich auch niemals weggeben. Die beiden. Und den Taylor Grey fand ich ja damals auch sehr gut. Also. Dann habe ich hier einen Creamy Eyeshadow von der Claudia Schiffer. Das ist so ein knalliges, knalliges Blau. Das war ein Test davon Arbeit und ich wollte das unbedingt haben. Schaut euch mal das Blau an. Das ist so eine schöne Farbe. Wirklich so eine geile Farbe. Also den gebe ich auf gar keinen Fall. Er schaut doch noch okay aus. Dann habe ich von der Snow Gem Melee einen. Der schaut schon ein bisschen eintrocknet aus. Ich komme mit meinem Nagel dann. Er ist auch eintrocknet. Ach geh, der ist schon ausgetrocknet. Seht ihr das? Schande. Also muss ich ihn weggeben. Dann gebe ich ihn gleich daher. Dann habe ich gleich noch einen von der Snow Gem. Ist der auch so eintiert? Hm. Kann ich nicht so ganz genau sagen. Ich komme wie gesagt mit meinem Nagel da nicht rein. Machen wir es so. Naja, er ist schon sehr austrocknet auch. Also den kann ich leider auch nicht mehr verwenden. Ich habe die beiden, glaube ich, nur einmal benutzt. Okay, ich komme da mit dem Fingernagel nicht rein. Probieren wir es anders. Probieren wir es mit einem Wattestäbchen. Na, er ist schon austrocknet. Das merkt man, wenn man reingeht in den Creme-Lidschatten. Seht ihr das ein bisschen? Man sieht gar nichts eigentlich. Ja, also der ist auch schon ausgetrocknet leider. Finde ich echt schade. Aber das passiert leider, wenn man die nicht so lange, wenn man die nicht oft benutzt, dass ich es rauskriege. Dann, ich glaube, das habe ich vorher nicht dazu gesagt, habe ich noch zwei von Essence. Das, die beiden waren vorher von Essence, damit ich es rauskriege. Und der ist auch von Essence. Nur war das ein Tester. Das ist, ich wackel so viel. Das ist aus der Hidden Stories einer. Der sieht so aus. Ich glaube, der ist aber noch okay. Ich nehme es zurück. Oh Gott. Na, oh ja, das geht noch. Den lassen wir noch. Also der dürfte noch funktionieren. Seht ihr das? Hat auch dieselbe Farbe wie das No Gem. Sehr intelligent, aber okay. Wieder eine Essence. Das ist aus dieser Ballerina Backstage LA und der funktioniert noch komplett. Also der ist, da ist nichts verkehrt. Das ist so ein Schwarz gewesen. Gab's mal eben, wie gesagt, aus einer LE und der ist noch komplett okay. So sieht er aus. Ich habe nämlich keine schwarze Base, also darf der mir ja nicht kaputt gehen oder eintrocknen oder sonst irgendwas. Dann habe ich hier noch einen von Essence, das war aus dieser Sun... Wie heißt die? Sun-Kissed LE. So sieht der aus. Muss ich wieder mit einem Wattestäbchen rein, weil ich da wieder mit dem Finger nicht reinkomme. Aber der ist auch noch okay. Ja, der ist auch noch okay. Na, perfekt. Gott sei Dank, weil zwei musste ich ja schon ausmisten. Noch einen blöderen Swatch kann man nicht machen. Hier. Der ist auch noch okay, Gott sei Dank. Dann habe ich noch zwei von Lancôme und die werde ich auch gar nicht hergeben. Ich schaue jetzt nur, ob sie okay sind, aber sie sind noch okay. Da gibt es nämlich so ein rosa und so ein beige, gold. So sieht der aus. Ich mache euch nochmal kurz den rosanen auf. Den habe ich nämlich als Tester bekommen, den wollte ich nämlich unbedingt haben. Und ein rosa. Ich bin jetzt nicht so der Rosa-Fan, aber ich finde die von der Textur her cool und ich verstehe nicht, warum die aus dem Sortiment genommen haben. Dann habe ich hier noch einen Essence. Schauen wir mal, wie der ist. Das war nämlich auch ein Tester. Heute werde ich ein Wattestäbchen verschleißen. Na, der ist noch komplett butterweich, deswegen werde ich ihn auch noch lassen. Das war jetzt
der aus dieser Wave cool ist. Aber ich glaube, den gebe ich weg, weil so ein Blau werde ich niemals tragen. Wo gebe ich denn den Haufen hin, der wegkommt? So. Dann habe ich hier einen von Miss Lino. Da musste ich ja schon mal einen aussortieren und ich glaube, den muss ich auch aussortieren. Seht ihr, dass wie ein Tier der ist? Aber ich habe ja Gott sei Dank eh noch ein Blau. Naja, er schaut ziemlich gut aus noch. Also es geht Farbe runter. Nee. Nee, nee, nee. Geht nicht. Geht nicht mehr. Der ist total eintrocknet. Ich zeige euch das schnell. Da ist er. Wird auch fleckig. Also gebe ich auch, schmeiße ich leider auch weg. Tja, die werde ich auch nicht aussortieren. Das sind diese. Ich habe die, glaube ich, nur so da drin. Das sind keine Creme-Lidschatten so an sich, sondern eher so. Da steht Magnetic Loose Eyeshadow, wenn man das so ausspricht. Da habe ich einmal dieses Blau. Kann euch die gerne aufmachen, wenn ihr wollt. Das sind keine Creme-Lidschatten eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum ich die da drin habe. So sieht der aus. Das ist jetzt mal der blaue. Ich weiß auch gar nicht, ob es die noch gibt. Das dürft ihr mich jetzt nicht fragen. Wir haben ja leider keinen Lauf mehr bei uns im Müller. Den habe ich sogar einmal benutzt. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass der auf den Augen nicht hält. Dann habe ich hier einen schwarz. Wow. Wow. Ich wollte den unbedingt haben, weil die so butterweich sind. Und ich habe mir die ja nicht gekauft. Ich habe ja die Tester nehmen können. Das war noch ein zusätzliches Glück. Dann habe ich noch den und ich glaube, den habe ich auch ein, zwei Mal verwendet. Einmal. So sieht er aus. Ich habe versucht, halt diese Dinger da dran zu lassen, so gut es geht. Obwohl die sehr nerven. So. Dann habe ich noch diesen dunkelblauen und den werde ich einfach weggeben. Weil ich benutze das sowieso. Und ich habe ja eh den anderen blauen aufgehoben. Deswegen gebe ich den auch weg. Ja. Den werde ich lassen, weil das ist eigentlich kein Creme-Lidschatten, sondern das ist so ein Metallic Shine Eyeshadow von Kiko. Deswegen behalte ich den auch. Den werde ich auch noch aufheben. Das ist von, auch von Essence, von der Ballerina Backstage, ein Creme-Lidschatten. Scheint mir auch noch gut zu sein, deswegen lasse ich die jetzt mal. Und ich zeige euch mal, was ich noch für welche habe. Ja, also 12 habe ich noch. Ich habe jetzt auch die beiden, also die drei jetzt noch dazu dann, die ich jetzt schon länger nicht mehr verwendet habe. Der riecht komisch. Das ist, da fehlt schon urviel, wenn ihr das so seht. Da fehlt wirklich schon urviel. Das ist von einer Limited Edition gewesen von Essence. Da habe ich mal den grünen aufgebraucht, wenn ihr euch erinnern könnt. Der sieht so aus. Den lasse ich auch noch, weil den will ich benutzen, wenn ich orangenen Lidschatten verwende. Dann noch mein Inglot Gel Eyeliner eigentlich, den man auch als Lidschatten auch verwenden kann, soviel ich weiß. Also beziehungsweise mache ich das die ganze Zeit schon so. Der ist ja echt knallig. Also ich habe ihn jetzt gerade als Lidschatten Base oben. Der ist super. Also es ist auch schon viel weg, finde ich. Man sieht, dass der stark in Benutzung ist. Den lasse ich natürlich auch, den benutze ich ja gerade. Und natürlich mein MAC Painterly Paintbot, weil ich den auch zurzeit benutze. Was man ja sehr gut sieht. Ich hatte gerade Schluck auf, sorry. Oh Gott, ey. Ja, also es ist nicht viel. Seht ihr, es ist wirklich nicht viel. Und ich war brav. Ich habe zwei ausgemistet und drei muss ich wegschmeißen, weil die ja ausgetrocknet sind. Also da kann man sich nicht über mich beschweren, da war ich sehr brav. Ich meine, man sieht das nicht, ich habe das so blöd geswatcht. Sieht man's? Ja, also ich finde, ich bin brav gewesen. Braver als bei allen anderen. Weil da habe ich nicht lange überlegt, sondern da habe ich gleich aussortiert, zum Beispiel wie bei den beiden da. Gleich ausgemistet. Also, ihr könnt mir mal gerne schreiben, ob ihr Creme-Lidschatten benutzt. Ich weiß, dass viele ja nicht so gern Creme-Produkte mögen. Ich mag das total gern. Creme-Highlighter, Creme-Blush, so Creme-Lidschatten. Nur leider geht das ja voll verloren. Also, MAC hat Gott sei Dank ja noch diese Paintpots, aber sonst hat das fast keiner. Also, ja, ihr könnt es mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet und ob ihr solche Sachen benutzt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!